Musik muss lauter. Wir sind in der Tenor stecken geblieben. Ich bin gespannt, was da jetzt für ein Schreien kommt. So, lauter gemacht. Die Kamera wird jetzt unten links. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Werden wir dann schon sehen. Den Text kann man jetzt nicht lesen, aber den braucht da keiner. Oh, Hateno. Oh, da habe ich letztes Mal gar nicht so gechillt reden können mit den Leuten, weil ich da irgendwie noch smashen wollte. Vielleicht können wir dann nochmal ein bisschen in Ruhe nochmal so alles durchschauen. Schauen wir erstmal da rein. So, passt alles, ja. Gut, dass der Kuma das noch gesehen hat mit dem 16. Juli. Ah, da unten ist, glaube ich. Na, angestellt ist ganz woanders. Das ist bloß der Strand gewesen. Schöpfung. Soll ich was kreieren? Oh, Haufen Bälle. Eieiei. Anscheinend muss man die dann drehen. Kann man die. Ah ja. Nee. Anscheinend muss ich da die Bälle rausschöpfen. Die Erschöpfung. Mal schauen, wie. Strom. Stromverbindung herstellen. Ah ja, und jetzt dreht sich das. Und jetzt brauchen wir eine Schaufel. Okay. Wir müssen eine Schaufel kreieren. Das ist eine geile Idee. Ist die Frage, wie wir das schön machen. Dann brauchen wir aber noch mal. Muss ja irgendwie schöpfen können. Vielleicht reicht das schon? Nee. So, wenn dann. Das könnte doch eigentlich funktionieren. Aber da, genau, dann brauchen wir noch Wände. Weil die dann rausfliegen. Dann haben wir aber zu wenig. So. Dann fällt es wenig auf einer Seite nicht raus. Und da müsste eigentlich ein paar Bälle reinfliegen. Das ist schon cool, oder? Also aufpassen, Leute. Daumen drücken. Oh je. Oh je. Nein! Ah! Ah! Aber. Ja, es war fast so, wie ich gedacht habe. Mal überlegen, also es ist zu viel. Und da fällt es jetzt auch ab. Okay. Hast du. Zwei hast du bekommen? Kann man sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keins bekommen. Die müssen ja da oben rein, Haru. Da oben. Mal bloß eine Umdrehung Zeit. Da muss es rein. Ich habe keins bekommen. Hey, Tim! Hallo, Tim, Tim. Ich habe neue Emo. Ah, na, Tim, Trallix. Ah, die gleiche Farbe, das nervt. Ihr habt immer die gleichen Farben, Leute. Immer lila. Nightshade hat lila, Tim hat lila.
Wer hat noch lila? Hallo Trollix. Ich habe neue Emotes, Trollix. Die sind auch benutzbar, wenn man followt. Schau her. Nein, Trollix, die anderen Emotes. So. Wie bauen wir das jetzt? So? Wie macht man das? So dann bloß. Ganz, ganz knapp dann. Ist aber schwer. So könnte es klappen. So ganz knapp, dass da vielleicht einer... Ah, der passt nicht rein. Ah, das ist auch blöd. Rani! Aus Elden Ring. Schau her. Und mich wurde gefragt, wie wer ist er? Hat irgendwer gefragt heute. Ich glaube, der Kysokay. Wer ist er? Ich habe gesagt, das ist eine Sie. Nee, so geht's auch nicht. Oder doch vielleicht so? Dass da bloß eine drin bleibt? Ich glaube nicht, gell. Wir können mal so probieren. Mal schauen, was passiert. Er greift gar keinen, oder? Wir könnten aber selber einen reinlegen. Oder einfach verlängern. Hallo Backroom. Boah, hallo Backroom-Bilder. Eine sehr süße Sie. Ja. So. Die Eier wollte ich sagen. Die Kugeln sind halt bloß so tief jetzt. Wir könnten bestimmt auch irgendwelche hochtragen. Irgendwie könnte man bestimmt auch welche hochtragen. So. So, probieren wir es mal nochmal. Ja. Keiner. Dann legen wir jetzt welche rein. Dann legen wir jetzt einmal welche rein, weil es ist mir wurscht. So. Man muss sich selber helfen, Leute. Nein. Fallen alle runter. Ich glaube, wenn ich die selber hochtragen hätte, wäre ich jetzt schon fertig. Wenn ich die selber hochtragen hätte, dann wäre ich jetzt schon lang fertig. Aber wir wollen es einmal so versuchen. Schön. Wunderhübsch. Hoffentlich fliegen die dann auch raus.
Wir probieren es einmal. Ja, ging er eigentlich über das Ding drüber? Aber ich glaube, ich muss oben die abfangen. Ah, nee, es geht sogar. Ah, schön. Das hätte doch reingereicht, oder? So, und wo ist jetzt die Truhe eigentlich? Gibt's ja da, bestimmt ist die Truhe da drin versteckt in dem Bellyboard. Wetten. Wetten. In dem Bellyboard ist dann die Truhe versteckt. Ich sehe es schon. Oben nicht. Oh mein Gott. Die ist da drin. Ich wette mit euch. Oh, und wenn nicht, dann ist es eine Zeitverschwendung ohne Ende. Sieht man die irgendwo? Belastend, Leute. Ich kann nicht mal klettern hier. Wo könnte sie noch sein? Wo könnte sie noch sein? Kann nirgendwo sein. Ja, hilft nichts. Hilft nichts. Ich will nicht mehr aufräumen. Es ist Sonntag. Obwohl, Larius, ich räume jetzt auch auf. Ich räume jetzt auch auf. Du kannst eigentlich mit aufräumen. Ein Ball weg. Larius und ich räumen auf. Wir räumen auf. Das Einzige, was aufräumt, ist meine Bio. Ach, Larius. Ihr mit euren Smash. Ich denke auch immer an Smash. Wenn die da nicht drin ist, die Truhe, dann flippe ich aus. Hallo, Huhn. Sag mir bitte, Huhn, ist die Truhe da drin? Mir fehlt nur eine Truhe in dem Schrein und ich habe keine Ahnung. Die muss da drin sein. Nee, die ist da nicht drin. Sag mal, Huhn, hast du... Um wie viel Uhr hast du jetzt Rüben kaufen können? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Um wie viel Uhr hast du Rüben kaufen können? 5 Uhr früh. Okay, Huhn hat recht. Huhn hatte einfach recht. Ich sehe keine Truhe. Doch, da ist sie. Oh, da ist sie, Leute. So hätte ich, da hätte ich sie aber auch reintun. Ich habe auch schon Rüben gekauft. Ich habe Rüben gekauft, ich habe gekocht. Habe alles schön brav gemacht. Starkes Szenario im Großschwert. Ich soll eine Lanze. Tatsächlich. Ah, tatsächlich. Und das kann man noch synthetisieren, gell? Eieiei. Was haben wir da hin? Das ist eigentlich ein cooles Schwert.
Materialien. Hm. Dann verschwindet halt die schöne Klinge, gell, wenn wir das machen. Aber die Stärke ist cool, glaube ich. Was baut man da am besten hin, Leute? Eiswerfer ist auch gut auf dem Ding. Eiswerfer? Was ist ein Eiswerfer? Diamanten. 25. Eiswerfer. Das ist ein Eiswerfer. Saphir. Eisschwanz. Man kann ja jetzt rückgängig machen, wenn wirklich. Wenn wirklich, kann ich ja rückgängig machen. Sonarium-Geräte. Die da. Meinst du die da? Ah, das da wäre eigentlich cool. Oder das? Das sind doch die Sonarium-Geräte, oder? Sonarium-Geräte. Ich weiß nicht, ob diese Konstrukthörner auch gut drauf sind. Ich glaube, die erhöhen sogar den Schaden. Warte mal. Bei Synthese mit Sonau-Bauteilen oder Materialien erhöht sich der Angriffskraft mehr als üblich. Genau. Das bedeutet, das höchste, was ich habe, wäre dann 15, 18 sogar. Und dann kriegen wir noch Bonus dazu. Also machen wir das, oder? Hat wer was dagegen? Nicht, gell? Wow, 33. Das ist halt die schöne Klinge weg, gell? Das ist die schöne, schöne Klinge weg. Die blaue. Aber, naja, egal. So, Leute, wir wollen jetzt weiter. Hateno. Letztes Mal bei Hateno ein bisschen zu wenig gemacht. Oder zu schnell. Jetzt machen wir schön in Ruhe. Suchen wir auch die Quest, wo er gesagt hat, wir sollen dann in die Richtung gehen. Wegen dem Hateno-Institut. Jetzt hast du ein Paddel zum Hintern. Wird eine gepaddelt. Wer ins Fenster guckt, kriegt eine gepaddelt. Wenn einer paddelt, bedeutet es Paddeln in einem im eigentlichen Sinn. So. Es passt ja eigentlich zu der Schule. Hier ist eine Schule. Ah, schön. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Hateno-Institut. Und von da aus muss ich in eine andere Richtung. Bam, bam, bam. Es ist schön. Jetzt Smash. Also Smash gibt's heute. Oh, macht der auch was? Smash gibt's heute um 20.30 Uhr. Heute um 20.30 Uhr Smash. Meinst du, er gibt mir auch einen Stadtsnet, oder? Und ich wundere mich, warum ich so lange brauche in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass der uns was gibt. Na, schau her. Da kann ja auch Kuma und Rallix zusammen smashen. Tatsächlich. Leute, es geht. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der Hund in Hateno uns auch einen Schatz zeigt. Hätte ich nicht gedacht. Magneli ist richtig. Wäre dabei, zock gerade, aber ja, das heißt ja eigentlich, du wärst dabei und du würdest Tears of Kingdom
canceln. Soll ich das lesen? Also Huhn, erzähl mal, habt ihr dann um 5 Uhr Schluss gemacht oder habt ihr noch ewig weitergemacht? Gestern. Wann seid ihr alle ins Bett gegangen? Würde mich ja schon gern interessieren, Huhn. Ah, die Musik ist toll. Geht's ja aufs Hetenov-Institut und dann in Richtung Schrein, wo es blinkt. Wahrscheinlich in die Richtung. Können wir mal in die Richtung jetzt gleich gehen. Ich glaube, James ist wieder geschädigt. Haben bis kurz vor 5 verstörende Videos angeschaut. Na, war es ja gut, dass ich gegangen bin, oder? Tiefer. Moment. Ist es wie bei Kakariko? Huhn, wir folgen mal deiner Familie, okay? Weil beim letzten Mal im Kakariko, wenn wir die Hühner verfolgt haben, haben die uns was gezeigt. Aber ich glaube nicht, dass es wieder so ist, oder? Oh, das ist ein Grog. Das ist jetzt die Frage, wenn jetzt... Nee. Ein bisschen sass ist es schon, wenn die sich jetzt da hinstellen und dann krähen. Das ist auch ein Huhn. Vielleicht wenn wir die vereinigen. Schauen wir mal. Jetzt sind sie wieder weg. Da nimmt so euren Freund mit. Tada. Süß, oder? Vielleicht müssen wir da alle Hühner zusammenbringen, das wäre schon cool. Wo will denn der eigentlich hin? Ah, der will in die Richtung. Eieiei. Hühnergang. Eieiei, ganz runter. Ah. Der will ganz runter. Ich möchte jetzt nicht runtergehen. Ich habe was anderes vor. Mann. Hey, nein. So. Mit dem Skateboard runterfahren, geil. Oder wir stoßen ihn selber runter, wir fliegen hinterher. So machen wir das dann. So, wir müssen jetzt darüber und dann rumfliegen oder was? Das können wir jetzt auch mal wegmachen, weil das war das Zeichen, dass da Ateno ist. Oh. Okay, ist wieder hinter uns. Wo ist es jetzt? Es hat aber tiefer angezeigt. Ah, okay. Ah. Da ist es also. Das ist der Wald von den Hirsche. Mit dem Hirschminispiel. Vom letzten Teil. Was gibt's da noch? Nix, ja. Einfach nur ein Wald. Mit Pilzen. Ach, ein Glutling habe ich noch gar nicht gehabt. Hätte ich sogar noch lesen können. Das ist immer noch so ein richtig bewilderter Wald. Oh, jetzt pass auf. Oh. Da sind wir durch die Höhle durch. Ich weiß aber nicht, was am Strand diesmal abgeht. Wahrscheinlich nichts. Und ich weiß nicht, was da hinten abgeht. Die Insel der Nacktheit. Schon schön.
Das ist schon schön. So, dann gehen wir zum Schrein, dann gehen wir zum Robello zurück. Machen wir mal diese Hateno-Institut-Quest, hey. Und dann hätte ich für echt Bock. Bevor wir zu den Goronen gehen, habe ich halt echt Bock. Aber wir machen natürlich Hateno ein bisschen weiter. Aber ich wollte eigentlich Atavurasa anschauen und Akala, ey. Und dann komme ich ja nie zu den Hauptquests. So. Trüffel. Schrein. So, dann können wir mal das Ding ausmachen. Das machen wir dann danach aus, aber... Nach der Quest mache ich das Ding aus. Das nervt mich. Blip, blip. Zum Glück haben sie das Geräusch geändert. Das muss ich dazu sagen. Aber ich spiele ohne... Warum habe ich eigentlich... Das kann ich jetzt eigentlich auch wieder ausmachen. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. So. Schaut euch das an. Das ist doch viel hübscher. Das ist doch viel hübscher als die ganzen Anzeigen dauernd. Wie kommen wir ohne Anzeigen irgendwie zurecht? Ich werde es wahrscheinlich im Unterirdischen mal brauchen. Hat mal der Ding mir gesagt, der Woody, und ich glaube, der hat recht. Mittlerweile weiß man eh grob, wo die Schreine sind. Das stimmt. Aber ich finde, dass man die Schreine auch so findet. Die sind leuchtend grün. Ja, es war eine Questschrein. Oh, ein großer Zauberstab. Da haben wir schon wieder 5. Ach, waren es schon wieder 5. Mal schauen, die Höhle müsste eigentlich dann schon noch einen Frosch geben, oder? Ein Mayo. Einen schönen Mayo-Frosch würde ich jetzt schon noch erwarten, tatsächlich. Schaut mal, was hören. Ja, tatsächlich. Was haben wir da für einen Bogen? Sollen wir endlich wieder Bögen, Leute? So, dann würde ich sagen, rauf mit uns. Zack. Ich liebe das. Das Spiel hat so viele schöne Möglichkeiten jetzt. Es kommt mal tatsächlich ein bisschen so vor wie so ein gemottetes Breath of the Wild. Weißt schon. Du spielst Breath of the Wild mit lauter Mods, die das leichter machen. Du fliegst überall rum. Du kannst Dinge zusammenfügen. Du kannst durch die Wand fliegen. Das ist wie wenn du besser so weit spielst. Bloß damit es mehr Spaß oder schneller geht mit Mods. War als besser so weit DLC geplant, stimmt ja. Es fühlt sich auch so an. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht. Und tatsächlich, ist eigentlich echt schlau, dass ich so gemacht haben. Da muss man kein Backtracking machen. Ja. Und. Ich wäre tatsächlich, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, aber ich wäre nicht wütend, wenn die sagen, die machen noch eine Trilogie draus. Also die machen noch einen dritten Teil, auch wieder die gleiche Welt und diesmal halt mit aufgebaut. Dass endlich mal diese Verheerung und dieses Apokalyptische weg ist und dann endlich mal alles aufgebaut ist. Nichts mehr in Trümmern. Wow, was ist hier? Und dann mit unter Wasser. Dass dann noch zusätzlich oben, unten, Höhle und noch unter Wasser geht. Ich finde, es zerstört das Wald auch, wenn es besser ist. Ja. Ach so, wir sind jetzt wieder hier.
Das war die Abkürzung. Toll. Das war eine Abkürzung. Wow. Und ich bin einfach durchgeflutscht. Oh, da ist ein Drache da. Schauen, kriegen wir den? Fliegt der wirklich über Athen oder was? Und der Wasser fehlt noch. Ich sag's euch. Ah, so nah fliegt er bei Athena vorbei. Ist eigentlich schon interessant. Und da hinten diese Erinnerung. Die Erinnerung müsste man eigentlich auch noch machen. So nah bei Athena, okay. Ist eigentlich praktisch. Was haben wir? Das ist... Wie heißt denn der Drache? Davon habe ich... Was habe ich davon noch nicht? Den treffe ich nicht mehr. Der ist zu weit weg. Hm. Vielleicht mit dem. Okay, das zielt nicht. Okay, mit dem Pfeil geht's, mit dem geht's aber länger. Moment. Ah, ich verbrauche leider meine Dinge. Jetzt. Wieder nach unten wieder. Das ist zu tief. Naja, schön. Ah, mit dem könnt ihr nach oben fliegen. Jetzt ist er eh weg. Schön, jetzt haben wir schöne Pfeile und Augen verbraucht. Ah, wunderbar. Genau wie geplant. Raketenschild. Du kannst drauf auch hinfliegen. Aber ich habe gemeint, nach oben bloß fliegen. Raketenschild fliegt nach oben und dann rüber. Ja, stimmt. Nee, habe ich nicht. Hätte ich schnell bauen müssen. Egal. Wir haben noch genug Zeit. Wir haben noch genug Zeit, das alles zu machen. Hoffe ich. Ah, einfach perfekt. Wenn du dem Signal des Sensors folgst, wirst du den Schrein sicher finden. Ich habe ihn, du Trottel. Was? Du hast ihn schon gefunden? Und das hat nur 5 Tage gedauert? Im Grunde bin ich ja gar nicht überrascht. Der Sensor ist wirklich nützlich, oder? Vor allem, weil ich ihn entwickelt habe. Tja, ich schätze, von dem, was ich so erkläre, bleibt bei dir eigentlich nicht so viel hängen, oder? Ja. So, jetzt steht alles drin. Und das kommt noch dahin. Sehr schön. Eine Anleitung. Eine Bedienungsanleitung für den Sensor. Jetzt kannst du dir jederzeit alles zum Sensor durchlesen. Ich mach den aus. Wirf doch einfach mal einen Blick drauf. Na, verstehst du jetzt, warum ich das Puropet so toll finde? Und was soll ich sagen? Während ich auf dich gewartet habe, sind mir neue Funktionen eingefallen. Ich arbeite schon daran, eine davon in einem Prototypen zu verwirklichen. Mir fehlen nur noch ein paar Daten. Du bist sicher ganz beeindruckt von dem, was der Sensor so kann, oder? Jetzt kann man wahrscheinlich mit einem Foto dann den Sensor suchen. Wenn du dich mit ihm vertraut machst, komm mal wieder vorbei. Mach ich gleich. So, ich habe mich vertraut gemacht. Tagchen, mein Bester. Ich sag's dir. Denn nur ungern, aber dein Puropet ist noch nicht perfekt. Im Gegentum. Es steckt noch weit mehr Potenzial in dem guten Stück allerlei fantastische Funktionen. Folgendes hätte ich da in dem Sinn. Besonders zu empfehlen kann ich den Teleportmedaillon. Oh, was bedeutet das? Moment, das heißt eventuell, du kannst jederzeit irgendwo hin. Na, aber wir können uns doch teleportieren überall. Oder glaubst du, wir können uns an irgendeinem Punkt auf der Karte aussuchen und dahin teleportieren? Dann wäre da der Pfad des Helden. Oh, geil. Der deine Route zeigt. Und der Sensor Plus. Mit den Fotos. Mit diesen Feinheiten wäre dein Puropet der ideale Compagnon. Das wäre das ideale Szenario. Doch leider sind uns die Sachen Implementierungen noch Ivarocs vor die Füße gelegt. Also Steine.
Steine in den Weg gelegt. Wow, Ivarox. Daher benötige ich deine Mitarbeit im Namen des Fortschritts. Solltest du also interessiert sein, deinen Beitrag zu einer wissenschaftlicheren Welt zu leisten, dann lass mich nicht warten. Teleportmedaillon. Das Teleportmedaillon ist ein famoses Funktionschen, mit dem du an zuvor besuchte Orte schnell reisen kannst. Alle Orte oder was? Alle, wo aufploppen, Hateno oder ne, Höhle der, keine Ahnung was. Oder Brücke der Brüder. Leider gäbe es da ein klitzekleines Problem, das mich von einer sofortigen Implementierung abhält. Sei so gut und reich mir doch bitte mal rasch dein Bruderpet. Oh Gott. So, das ist Alcala. Falls du mir bitte folgen würdest. Im Nordosten der Alcala-Region, ganz am Rand des Gebiets. Eieiei. Da liegt die bescheidene Einrichtung, in welcher ich meiner forscherischen Bestätigung fröne. Und unvorausschauenderweise habe ich genau dort den Prototypen meines Teleportmajors zurückgelassen. Oh, es ist weit weg alles. Und zu allem Übel kann ich nicht einfach hineinspazieren und es holen. Es sollen dort garstige Gestalten eingezogen sein. Oh Gott. Daher müsste ich die Beschaffung des Teleportmedaillons Prototypen leider in deine Hände, in deine fähigen Hände legen. Und wenn du das für mich tust, dann... Ach Moment. Ich mache es dir mal einfach. Wo war das Ding nochmal? Ah. Jetzt können wir uns wenigstens dahin teleportieren. So, der Teleporter des Instituts wäre hiermit aktiviert. Und das bedeutet, dass du dich jederzeit mühelos hierher teleportieren kannst. Der Teleportmillionen-Prototyp liegt im Akala-Institut für dich bereit. Ich erkläre dir auch genau wo. Du musst nur meinen Schreibtisch finden und dann in der Truhe gleich daneben suchen. Also kriege ich jetzt da mal 1 Million geschenkt. Das ist ein Schreibtisch bestimmt oben, wetten. Aber Eile mit Weile, konstruktorisches Kniffe klügeln sich schließlich nicht über Nacht aus. Das Potenzial des Produkts wartet nur. Pfad des Helden. Der Pfad des Helden ist eine ungemein nützliche Funktion für alle, die für ihr Leben gerne die Welt erkunden. Das Puderpad zeichnet deine Wege auf und die Funktion stellt sie dann grafisch auf dem Bildschirm dar. All die Routen, die du je auf deinen Reisen gewandert bist, geschritten, geflogen und geschwommen. Leider kannst du die Funktionalität erst nutzen, wenn ich die Kartendaten von 15 Schreinen habe. Hä? Die Kartendaten von 15 Schreinen. Probieren wir mal. Habe ich schon. Wie bitte? Du hast bereits die Daten? Oh ja, ich will den Pfad des Helden haben. Dann wollen wir mal wegwerkeln. Pfad des Helden. 256 Spielstunden. War das letztes Mal sogar weniger? Also Leute, wir müssen in 256 Stunden durch sein, damit wir alles anschauen können. Nun kannst du auf deiner Karte jederzeit verfolgen, welche Wege du gegangen bist. Schaue ich mir gleich an. Bin gespannt, wie ich am Anfang rumgeirrt bin. Diese Funktion braucht ihre eigene Bedienungsanleitung. Ich kenne die doch schon. Ich kenne das doch schon vom ersten Teil. Oh, die labern aber auch viel, gell. Dein Bruderpet ist noch nicht komplett. Ganz vorzüglich. Du scheinst ja geradezu einen Sensor für vernünftige Entscheidungen zu haben. Mit diesem Sensor kannst du eine riesige Vielfalt an Objekten und Orten suchen. Ein kleiner Schritt wäre natürlich möglich, um diese Sensation des Hilfsmittels zu einrichten. Und zwar müsstest du dein Handbuch mit 5 verschiedenen Monsterarten füllen. Das habe ich noch nicht. Monsterarten habe ich noch nicht. Mist. Habe ich schon? Krass. Ich habe schon 5 Monsterarten. Ich meine, ich habe immer bloß Früchte und Dinger fotografiert. Werde ich aber auch nicht nutzen. Ja.
Ein Sensor der Superlative. Hier siehst du meine Handbuchdatensammlung. Tiere, Monster, Materialien, Ausrüstung und Schätze, alles fein säuberlich verzeichnet. Kurz und gut, es handelt sich um eine perfekte Version des Hyrule-Handbuchs. Wenn du Interesse hast, wirf doch mal einen Blick. Wieder eine Bedienungsanleitung, Magni. By the way, sorry wegen gestern. Gestern, Akuma, gestern. Was hat er gestern gemacht? Ich weiß nicht, was du meinst. Lies also ruhig jederzeit durch, wie das mit dem Sensor Plus genau funktioniert. Auch wenn du nun mit dem Sensor Plus die Welt erforschen kannst, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt pass auf. Oh ja. Jetzt pass auf, das schauen wir uns mal kurz an. Uiuiuiui. Vorspulen, zurückspulen, Ansicht wechseln, Wiedergabe X. Ja, da ist es. Meine ersten GW-Wege. Oh. Schaut euch das an. Nee. Ach, man kann sogar manuell gehen. Da bin ich rumgegangen. Das mit meinem Kumpel. Ach so, ja. Ich hab dich ja gesagt, du sollst rausgehen dann. Das macht doch nichts. Du kannst ja nichts dafür, wenn der einfach kommt. Ist das nicht toll? Wann bin ich jetzt erstmal eigentlich gestorben? Das hat aber lang gedauert, glaube ich. Einfach rübergeschwoben, genau. Ins Wasser rein. Oh, das fand ich immer so cool, dass man so... Ach ja, stimmt, ich bin erstmal um das ganze Ding rum, schaut es an. Warte mal. Nein. Also ich... Das ist so typisch, also man fängt hier an. Man fliegt in den See rein und ich gehe nicht da rein, sondern drehe um, gehe da hoch, gehe einmal so rum, dahin und dann gehe ich erst da durch. Das ist so dumm. Eieiei. Mal. Boah. Man sieht halt auch genau, wo ich noch nicht war dann. Deswegen die Stempel da. Dann können wir den Stempel eigentlich wegmachen, oder? Hey. Nee, noch nicht. Ich bin drüber geschwoben, genau, stimmt. Eieiei, wie viel da noch ist. Und da war ich auch noch nicht drin. Den Berg da auch noch nicht. Ja, schön. Jetzt machen wir noch den Sensor aus. Und dann schauen wir mal, wo sein Schreibtisch ist. Und das Handbuch mal anschauen. Alle Rubriken sind vollständig. Somit stellt die quasi vollendete Version des Handbuchs dar. Wenn du ein Foto machst, wird das abgebildete Objekt automatisch in deinem Handbuch registriert. Allerdings sind manche Objekte nur äußerst schwer zu erfassen. Es kann also nicht ganz einfach sein, alle zu finden. Unter uns, ich würde dir auch Fotos verkaufen. Echt? Ist ja cool. Was guckst du denn so? Es war durchaus kein Kinderspiel, alle zu sammeln. Aber ich würde gerne selber ein bisschen schießen, ehrlich gesagt. Sie sind mehr wert als das alles Geld der Welt. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dir überhaupt etwas zum Verkauf anbiete. Aber ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Falls du gerne ein Foto hättest, dann wähle es bitte direkt meiner Sammlung aus. Wie viele Quests gibt es eigentlich im Spiel? Oh mein Gott, wie kostet es? Tatsächlich, Tierfoto, 100 Euro. Eieiei, 172. Boah. Nein, oh Mann, oh. Oh, ich hasse Nintendo. Wucher? Ja, ich finde ich auch. So, bitte einen klicken. Klick, klick. Nicht drücken. Nicht drücken. Handbuch.
Sag dir das Gleiche. Ja, okay. Aber wir könnten mal schauen, wie viel es eigentlich insgesamt gibt. Also, es gibt 87, 80 Zutaten. 3 Schätze. Also Schatztruhen. Eieiei, gibt es viel. Oh, das Spiel ist echt voll. So, das sind die Anleitungen. Brauchen wir nicht. Was ist das da eigentlich? Das schaut ja aus wie ein Titanenklein. So, jetzt schauen wir mal, wo sein Schreibtisch ist. Magnet-T-Bag mal. Niemals. Mein Link ist brav. So, jetzt schauen wir mal, wo sein Schreibtisch ist. Bestimmt ganz oben. Da muss eine Truhe sein. Krok oder so. Da oben könnte es was sein. Mach mal, das sieht richtig geil aus. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Eher ein Jung. Da ist... Hey, ist endlich... Hey, schau mal her. Huhn. Der erste Wächter im Spiel. Der erste Wächter im Spiel. Den, wenn es noch weggemacht hätten, wäre es echt komisch gewesen. Das ist echt mein erster Wächter, wo ich im Spiel sehe. Und ein Krok. Immerhin haben wir einen Wächter gefunden. Irgendwie vermisse ich die ein bisschen. Ich habe die eigentlich besser gefunden als die Konstrukte. Ich fand die Wächter gar nicht so schlecht. So, und da müsste jetzt eigentlich der Schreibtisch sein. Genau. Und wo ist dann die Truhe? Das ist aber sein Schreibtisch, oder? Hm. Ein Tagebuch. Puras Tagebuch sogar. Wäre aber unlogisch. Was wäre unlogisch? Es gibt auch keine mehr. Eigentlich hätten es ruhig verschollene... Welch, so viel Zeit ist da nicht vergangen. So viel Zeit ist nicht vergangen von Breath of the Wild bis Tears of Kingdom, dass sie alle Wächter aufgeräumt haben. Alle auf der ganzen Welt. Also schon, die haben 100 oder sagen wir 1000 Wächter aufgeräumt, aber keine Hyrule-Stadt aufbaut. Das ist ein bisschen komisch. Es ist lästig, ständig wie ein kleines Kind behandelt zu werden, weshalb ich weiter an meinem Reifeschub gearbeitet habe. Aber jetzt werden wir die Geschichte finden, wie ich jetzt erwachsen worden bin. Also ich dachte, du meintest jetzt bewegende. Nee, nee, nee. Weil Projekt Jungbrunnen mir gleich 100 Jahre vom Buckel genommen hatte, habe ich die Leistung etwas angepasst. Da gibt es doch bestimmt noch einen Wächter in irgendeinem Keller, der noch in Originalverpackung und halbwegs guten Zustand ist. Also, als ich mich vorsichtig den Strahlen aussetzte, war ich wieder bis in meine 20er gealtert. Genau wie erhofft. Oh, Mist, ich hab's weggedrückt. Ich kann wieder die Nacht durcharbeiten, ohne es am nächsten Morgen zu bereuen. Und meine Haut sieht fabelhaft aus. 3 Tagebuchverstecke stehen bereits fest. Und der übrige Band kommt nun an den nordöstlichsten Zipfel von Akala. Im abgeschiedenen Akala-Institut wird mir sicher niemand danach suchen. Aber das war's schon, okay. Wir haben jetzt leider den Rubello-Schreibtisch verpasst. Er hat gesagt, ich muss seinen Schreibtisch finden und die Schatztruhe. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nach Akala. Der Schreibtisch wird im Akala sein. Ah. Das kann sein. Die Musik finde ich eigentlich cool. Das?
Was wollt ihr mir dann machen? Er wollte mir dann das Teleportmalerion, genau. Ach so, ja, das wird dann da sein. Dann habe ich nicht gescheit aufpasst. Warte mal. Gott, ich habe dann so viel Quests, ey. Nein. Die Funktion ist aber okay, man braucht das Medaillon aus dem Akala-Institut. Dort sollte finstere Säulen herumlungen. Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Mist. Ich meine, der meint hier im Schreibtisch ist es eines der Medaillons. Das Teleportmalion ist ein schickes Stück für Technik. Habe ich bei meiner Abreise im Akala-Institut zurückgelassen. Okay, das war's dann. Alles klar. So, wie machen wir... Also ich möchte ja auch die Pilze noch weiter verschenken, gell? Die Frage ist, finden wir da alle? Passt doch mal auf. Jetzt passt es einmal auf. Was haben wir jetzt alles? Brauchen wir nicht. Ein Brief. Eine Flaschenpost suchen. Eine neue Dorfleckerei. Das habe ich auch nicht gecheckt. Den Bürgermeister braucht man eine cremige Konsistenz. Und ein strenges Aroma. Vielleicht vermag ein bestimmter Geruch Reitners Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen. Wie soll mir ein Geruch bei ihm... Wir brauchen irgendeinen Geruch von ihm. Keine Ahnung. Offenbar scheint Sakuno jede Nacht heimlich irgendwo hinzugehen. Das müssen wir auch noch machen. Und da 4 Bewohner muss ich noch aufsuchen für die Pilze. Okay, dann gehen wir jetzt mal nochmal schön ruhig durch Akala durch, durch Athena durch, weil ich habe eh noch nicht alles richtig angeschaut. Wir brauchen noch 4 Leute, die Pilze wollen. Dann gehen wir mal nochmal zum Bauernhof. Oder gehen wir dann zum Strand runter. Nein, gehen wir erstmal da weiter. Zwei Hunde. So, der wollte aber, der wollte nichts mehr, gell? Ah, okay. Das mit dem Milch. Oh, schöne Bauernstube. Keiner zu Hause. 1000 Eier. Es geht doch voran. Larius, es geht voran. Der arme Larius. Er hat 10.000 Eier verloren auf der Wette. Was willst du denn so früh am Morgen? Ich kümmere mich um die Hühner, die mir die Hühnerbäuerin Tamara anvertraut hat. Ich habe ihr nämlich angeboten, für ihren Ehemann einzuspringen. Ich mache jeden Tag eine Spaziergang zum Institut auf dem Hügel. Hätte er mal auf mich gewettet. Oh, Akuma, du hast aber auch gut gespielt. Ich bin echt beeindruckt. Da war ich schon drin. Bam, bam, bam. Das war die Frau mit dem Besucher, Gäste. Brunnen haben wir noch nicht. Könnte man noch mal überall rumschauen. Oh, der Regen ist so schön. Trollex in den Matches einfach nur schlecht. Oh. Aber 3 Minuten später war er wieder gut. Hallo, Farb. Hallo, du bist neu. Herzlich willkommen. Du kriegst aber trotzdem eine Banane, okay? Hier, bitteschön.
Mist, ich muss das leiser machen. Bei Zelda muss ich es leiser machen, Leute. Die Triggerfires zeige ich. Bei Zelda muss es leiser sein. Oh. Danke. Farb 5760, ja. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, wo du mir gefolgt bist, kannst du meine Emotes nutzen. Viel Spaß damit. Ich habe Follower-Emotes. Krass, oder? Einfach nur krass. 4 Dorfbewohner noch, hey. Lol. Nee, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Probier's. WTF? Ja, das sind bloß fertige Emotes, Queen. Das sind die schlechten Emotes. Nein, das Ding ist nicht schlecht. Aber der Yoshi-Emote. Er kann den Yoshi-Emote benutzen. Den neuen. Was ist denn eigentlich, wenn man da macht? Ja, genau. Jetzt kommt's. So, ich auch schon gelesen mit dem. Oh, 4 Leute noch mit Pilzen versorgen. Spion! Hab ich auch schon gelesen. Ah, stimmt, wir wollten mal in die Schule gehen. Da können wir doch jetzt, glaube ich, mit dem Ding gehen. Akuma ist ein Lacker, der überall Subgifts bekommt. Halt, was sollen da so viele Emotes jetzt? Ah, perfekt. Da haben wir jetzt die Statue auch mal gefunden. Die ist ja noch besser versteckt als letztes Mal. Das ist, ich zeig's dir gleich. Warte mal. Hier. Schneesturm-Tunika. Dieses rituelle Hemd aus uralter Zeit soll in sehr kalten Gebieten Kälteangriffe ermöglichen. Das ist das Coole, wenn es eiskalt ist, hast du immer wieder einen Eisangriff. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr noch eine Stufe verstärkt. Jo. Hey, lol. Das passiert, wenn ich, weil ich immer alles anschaue, jede Höhle. Dann findet man sowas. Hat so viele Emotes da, Akuma. Wir könnten eigentlich mal wieder auf Ausdauer gehen, ich Depp. Warum bin ich jetzt nicht auf Ausdauer gegangen? Nächstes Mal gehe ich wieder auf Ausdauer. Oh. Wieder eine Quest. Oh, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. In der Boutique C4, oder? Du weißt noch, als es um die Bürgermeisterwahl ging? Die Sache wird langsam etwas heikel. Sie sind beide so stur. Jetzt kommt das... Ist ein Jäger. Oh nein. Naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon. Mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und ich muss was unbedingt vor der Bürgermeisterwahl erklären. Was denn überhaupt? Also, interessiert es dich? Dann sage ich es rund heraus. Es geht um meinen Mann, den Bürgermeister. Mein Gatte, dieser Kerl, er schließt sich jede Nacht in unsere Hütte ein. Aus völlig unverbindlichen Gründen. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nichts verraten. Er sagt, das wäre geheim. Ich würde ihm niemals nachspionieren, abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir nur solche Sorgen, dass ich dieses nächtliche Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnte. Ich wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich hätte behalten müssen.
Ein Glück, dass du vorbeikommen bist. Geh bitte mitten in der Nacht in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Geh bitte mittags. Ich bezahle dich auch dafür. Heieieiei. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist. Durch das Fenster passt niemand rein. Vielleicht kannst du durch ein Loch oder sowas. Ja, ich kann. Ich könnte unterirdisch hin. Das ist halt. Achso, das ist. Achso. Das ist sein Haus von tagsüber, aber wie viel Uhr ist es jetzt? Warte mal. Steht nirgends, gell? Weil ich das wieder ausgestellt habe. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Cremige Konsistenz, starkes Aroma. Keine Ahnung. So, ich soll mittags da rein, wahrscheinlich durch den Brunnen. Also in den Brunnen rein und dann unterirdisch da hoch. Und wie viel Uhr ist es jetzt gerade? Es ist doof, dass man das nicht... Doch, da sieht man es. 11.10 Uhr. 11.10 Uhr. Das ist ja gleich Mittag. Warte mal. Jede Nacht schließt sich Reiter in die Hütte bei seinem Haus ein. Seine Frau findet das sehr suspekt. Sie bittet dich, tagsüber in die Hütte zu gehen, wenn Reiter nicht da ist. Die Hütte ist allerdings verschlossen. Wann haut er der ab? Ich geh mal zur Schule dabei. Vielleicht ist er danach dann weg. Wir wollten doch da mitmachen bei der Schule. Tatsächlich. Thema Verheerung. Ja, das ist das Kind vor dem. Das ist das Kind vor dem Färber. Der passt irgendwie. So viele Kinder gibt es in Hateno. Dann ist es jetzt Zeit für unseren Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht. Nächstes Jahr Dokumi. Das sieht aus wie Akuma. Tatsächlich ist sie kein Einzelfenomen. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich herein. Sie wurde vor 10.000 Jahren versiegelt. Nur in lang und lange Haare. Aha. Und vom Helden mit dem Bannschwert und durch die heilige Kraft der Prinzessin. Ist das nicht ein Märchen? Ganz rechts ist Akuma. Ganz, ganz rechts. Ich finde, der schaut eigentlich cool aus. Wer kann nach all der Zeit noch sagen, was Wahrheit ist und was Legende? Ach so, Schlaumeier, ey. Vor 10.000 Jahren. Das ist ja schwer vorzustellen. Gibt es denn Bilder oder so von den 10.000 Jahren? es ist kein Märchen. Ich versichere es euch. Wir reden hier von wahren historischen Ereignissen. Irgendwie kommt mir es vor wie ein Religionsunterricht. Oh je. Ich müsste den Kindern wirklich einen Beweis der Verheerung vor 10.000 Jahren zeigen, sonst glauben sie mir nie. Und dann hätte der ganze Unterricht keinen Wert mehr. Verzeih mir mal, Link. Hätte ich geahnt, dass die Stunde so verlaufen würde, hätte ich dir die Mühe erspart. Ich wünschte, ich hätte mehr Weitblick gehabt und das Gemälde der Verheerung aus Impas Haus geliehen. Nein, jetzt muss ich das Foto machen. Impas Haus befindet sich in Kakariko. Was in der Kluder liegt, aber zu weit im Nordosten, Nordwesten für kleine Stippvisiten. Hätte ich den Kindern doch nur eine detaillierte Abbildung der Verheerung zeigen. Sie würde sich über alles verstehen. Aber mittlerweile ist es wohl nicht mehr Impas Haus. Oh na, korrekterweise... hieß es eher Pajas Haus. Ach so, okay. Also, ein Foto machen. Eieiei, ist das nervig. Die Musik. So, ist jetzt der Typi weg. Es ist 12 Uhr, schauen wir mal. Also mittags hat es geheißen. Dam, dam, dam. Verriegelt und verrammelt. Eintritt, Schränken verboten. Oh. Was soll man da rein vielleicht?
Der ist immer noch daheim. Warte mal, dann werden wir trotzdem mal schauen, ob wir das schaffen, da reinzukommen. Das heißt, wir machen hier mal ein gelbes. Und dann schauen wir, ob wir da hinkommen. In die Richtung. Schaut schwierig aus. Wir müssen von der anderen Seite rein, bestimmt. Obwohl. Mal probieren. Nicht aufgeben. Ich drücke alle Knöpfe. So. Feuer mal wieder. Wir entfernen uns aber. Hä, warum? Warum ist jetzt der Strahl weg? Da habe ich den Strahl hingesetzt und der ist jetzt weg. Oder war ich gerade unten? Nee. Ja, wir kommen sogar in die Richtung. Wir kommen in die Richtung. Sehr gut. Da ist der nächste Brunnen. Ja. Alles gut, es läuft alles gut. Alter, nerven die. Ja, sehr gut. Wir sind da. Das heißt... Jetzt genau hier. Genau hier. Ja! Bingo! Tagebuch vom Bürgermeister. Entwicklungskonzept für eine neue Kürbisart. Also brauchen wir die Kürbisart. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Ateno ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die jüngeren Generationen keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Bevor ich dieses Problem nicht löse, kann ich mich nicht genug guten Gewissens als Bürgermeister bezeichnen. Daher habe ich zusammen mit dem äußerst begnadeten Bauern Narkin eine neue Art Kürbis entwickelt. Er entspricht in Farbe, Form und Gestalt ganz dem neuen Sagolus-Stil. Also ein Schlongkürbis, der bei der heutigen Jugend sehr populär ist. Dies erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen und so konnten wir ihn der Allgemeinheit noch nicht vorstellen. Was heißt das jetzt? Ich muss jetzt zu den Kürbistypen gehen. Im Tagebuch aus der Hütte fand ich folgende Information. Reitner ist dabei, gemeinsam mit Narkin eine neue Art von Gemüse zu züchten, die von Sangono-Mode inspiriert sein soll. Seine Bemühungen zeigen indes noch keine Erfolge. Er erstatte seiner besorgten Frau Bericht. Ach, das war's schon. Ja, das sind... Ja, ich weiß nicht. Haru, du kannst ja mal kurz schauen, aber was ist denn das für dich? Schaut mal hin. Schaut euch mal das an. Schaut euch... Schau mal das an. Oder sehe ich wieder was Falsches? Hau du, sag was, bitte. So. Wo ist jetzt die Frau? Was ist? Ja, schaut euch halt das an. Ja, es sind Pilze. Okay, es sind Pilze. Meinetwegen, es sind Pilze. Dann sind es halt Pilze. Mann, oh Mann. Ja, das sind keine Pilze für mich. Ganz einfach.
Akuma. Für mich sind das keine Pilze, sondern was anderes. Huhn. Pilze mit Salz. No way. Schaut euch das halt an. Ich bin doch nicht dumm. Was ist denn hier? Oh, ich brauche Augen. Ich glaube, da war ich schon. Genau, da bin ich schon mal durchgegangen. Wir brauchen aber Augen, Leute. Wir brauchen Augen. Leute, es kann doch nicht sein, dass ich als einziger bei denen Pilzen was anderes sehe. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, der Deko spielt. Ich will mal mit dem Deko mal wieder smashen. Warum spielt der dauernd Smash aber ohne uns? Da denkst du zweideutig. Dann hat mich Haru anscheinend schlechten Einfluss von Haru bekommen. Ganz einfach. Wow. Komm schon. Machen wir kurz einen Prozess. Was ist so ein richtiges Katana oder was? Wenn dann schon von dir. Kurzschwert. Na, schaut mal ein schönes Erz an. Wollte ich nicht. Ja, die Augen sind schon wichtig, Leute. So, jetzt können wir dann der Frau Bescheid sagen. Das war's jetzt. Die Frage ist, wann ist die Frau wieder zurück? Oh, wie schön es ausschaut. Den kann man auch nichts geben, oder? Früher lebten wir in friedlichem Einklang mit der Natur, aber in letzter Zeit herrscht im Dorf ständig dieses rege Treiben. Es fängt alles an mit diesen Sagono. Meine Tochter Primella und andere haben alle auf einmal diese Hüte auf. Ich glaube, denen können wir Pilz geben. Von Akuma nehme ich gerne Salz. Aber für Leute wie mich und meinen Schwiegersohn Watargo ist dieser Modekram nichts. Oh, bitte entschuldige das Gefasel. Nachdem du extra einen so weiten Weg... Hier bitte schön einen Hyrule-Pilz. Ach, der ist von Sagono, oder? Naja, vielen Dank. Wir vom älteren Schlag sind oft nicht so ganz auf den neuesten Stand. Solange der neue Bürgermeister sich gut um das Dorf kümmert, ist jedes Ding recht. Schaut euch halt das an. Ja gut, wenn man das so hinstellt, dann stimmt's. Aber wenn man es jetzt umdreht, weißt du, wenn man es von oben drauf schaut. Schaut halt. Das ist doch da rechts, links, ihr wisst schon, dann so von oben gesehen.
Warum sehe ich das als einziger? Gibt's doch nicht, Leute. Macht euch eure Augen auf. Wo ist jetzt die Frau hin? Ist das der gleiche wieder? Nee. Also alle Alten müssen wir das geben. Aber wie kann es sein, dass der Weg nach Hause länger wirkt als der Weg zum Feld? Nun, es ist ehrlich harte Arbeit. Ich gebe alles. Irgendwann in ferner Zukunft werde ich sehen, wie sich jemand an den Früchten meiner Arbeit erfreut. Hier, bitteschön, ein Pilz. Du bist nicht der Einzige, der es sieht. Du bist erst Einzige, der es anspricht. Ah, okay. Ein Geschenk von Sakuno, danke. Die Welt der Mode dreht sich einfach zu schnell für uns alte Leute. Aber ich unterstütze jeden Bürgermeister, der dafür sorgt, dass die Jugend gern in diesem Dorf lebt und bleibt. So, noch zwei, oder? Hier, bitteschön. Ein Pilzi. Was? Ein Geschenk von Sakuno? Naja, das sieht mir wirklich danach aus. Sakuno hier, Sakuno da, das wird schon ein rechter Rummel drum gemacht, aber für mich ist das gar nichts. Ich weiß, die Dame arbeitet bestimmt sehr hart, aber für uns Bauern hier in dieser Gegend ist Mode ein unnötiger Quatsch. Trotzdem, danke für den Kackpilz. Das ist echt nett von dir. So, noch einer, oder? Noch einen Dorfbewohner. Also irgendeinen alten Deppen nur finden. Das ist schön. Schaut euch auch mal das Spiel an. Warum spiele ich das so selten? Weil jeder mich mit Smash überredet. Ihr braucht bloß Smash schreiben und ich spiele wieder Smash. Und dann komme ich solche Sonnenuntergänge nicht mehr genießen. So schön. Also ist Smash nicht cool? Doch. Smash ist cool. Smash ist cool. Oh, da ist der kleine Magni. Schaut den kleinen Magni an. Alles sagt, die Monster schlafen nachts, deswegen muss ich da auch nicht patrouillieren. Was ist los? Ich bin kein Eindringling. Na dann, muss ich dir ein bisschen was über das Dorf erzählen. Also, auf unsere Hauptstadt gibt es Läden und die Färberei und eine Menge Leute. Ich halte hier immer Wache, also kannst du dich entspannen. In Hateno sind keine Eindringlinge unterwegs. Mein Bruder ist gerade mad, weil mein anderer Bruder trockenen Wein bestellt hat. Oh. Warst du mit den Brüdern dann in der Weinprobe? Welcher Wein hat denn dir eigentlich am besten dann geschmeckt? Das würde mich interessieren. Oder am meisten interessiert. Hallo, Lisa. Magni will Zelda spielen, aber Akuma versucht ihn von Smash zu überzeugen. Gartic Phone. Lisa, du musst wegschalten. Du musst hier wegschalten. Ich hab Bock auf Gartic Phone. Wir haben gestern Gartic Phone gespielt, ja. So, da ist der Eingang. Wir brauchen jetzt noch einen alten Dorfbewohner. Kenn ich schon. Ah, doch, da! Okay, das ist tatsächlich die letzte. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil mit der habe ich schon geredet gehabt. Ah, sehr gut. Gestern, wenn ich nicht kann, Magni. Wird sicher nicht langweilig. Also am besten fand ich so einen aus Ungarn. Das war ein sehr süßer. Ja, die Süßen mag ich eigentlich auch. Die roten Süßen. Immer dich ausschließen, ach komm. Jeden Dienstag gibt's Gartic Phone. Schaut's auf meinen Streamplan. Es ist dunkel geworden, aber seitdem Sakuno-Skulpturen hier stehen, ist es Dorf heller. Ich kehre ein wenig, um mich abzulenken. Mein Sohn Tibor übernimmt die Wache, sobald das draußen hell ist. Er hat alles von meinem Mann.
beim Zuschauen gelernt. Hauptsächlich hält er Ausschau nach verdächtigen Leuten und führt Ortsfremde durch das Dorf. Hier bitte ein Pilzi. Pilzi. Du bringst einen von Sagono? Vielen Dank. Pilze kann man auf viele Weise zubereiten. Sie schmecken sogar roh. Also, ich mag Pilze. Aber ich rede hier vom Essen. Pilzkleidung sieht gar nicht gut aus. Bis vor kurzem wäre so fast in diesem Dorf völlig undenkbar gewesen. Die Bauernfamilien hier können damit auch nichts anfangen. Haben wir ein gespaltenes Dorf, Leute. Ein gespaltenes Dorf. So, und jetzt können wir zu der Sagono-Frau gehen. Ich hatte noch so einen niceen Rotweingeschmack. Achso, der ist süß, aber trotzdem einen schönen Rotweingeschmack. Der ist durch die Süße nicht verloren gegangen. Hey, Huhn, wir haben überlegt, ob wir ein Yoshi-Emote machen mit einem Weinglas. Perfekt. Also ich bin ja eigentlich für Sie. Die neue Bürgermeisterin. Ich mag sie tatsächlich. Also ich weiß nicht, Leute, wie es euch geht, aber ich mag sie. Da mal wieder Wasser. Yoshi mit Weinglas und Anzug. Ja, Haru macht es schon. Nein, sie haut ab. Sie schleicht sich weg. Nein. Ich habe doch Wasser. Du immer noch? Mist, jetzt habe ich wegen dem Wasser alles durcheinander gebracht. Ich wollte jetzt die Quest abgeben und jetzt schleicht sie sich weg. Wenn du dich mit dem unterhalten willst, komm morgen früh. Okay, wir verstecken uns irgendwo. Warte mal. Wir machen Folgendes. Zack. Perfekt. Perfekt. Ganz unauffällig. Oh. Oh, sie schaut hin und her. Okay, wir müssen aufpassen, Leute. Ganz verdächtig irgendwie. Sehr, sehr verdächtig. In der Färberei. Sie... Nee, sie geht nicht in die Färberei. Oh Gott, was machen wir jetzt hier mit ihr? Nein, wir müssen jetzt wieder... Wir müssen schon wieder unterirdisch. Eieiei. Wir müssen schon wieder unterirdisch kommen. Jetzt aber schnell. Nächster Brunnen war da hinten. Schauen, sieht man das auf dem Ding? Ja. Sieht man genau. Schaffen wir. Du musst schnell sein, weil nachts wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ah, ich glaube, wir gehen eher nach die Richtung. Ja, sehr gut. Oh nein, müssen wir das Brett genau hinstellen? Nein, wir müssen das Brett genau hinstellen. Oder? So, schwierig jetzt. Ich glaube, wir brauchen hier... Oder da jetzt. Ich habe kein Schwert. Das ist aber doof. Das ist ja hier richtig doof.
Wir brauchen das Brett. Man könnte fast... Ah, wir sind zu... Wir müssen noch ein bisschen in die Richtung. Aber jetzt sind wir nicht zu spät drin. So. So ist perfekt. Hoffentlich klappt's. Yoshi im Weinglas. Nein! Was soll das? Wir müssen ihn ein bisschen nach rechts. Also das müssen wir mal drücken. B. Ein bisschen nach rechts. Hm, soll das gehen? Ja, haha. Das ist aber schwer gemacht. Was zum Teufel? Schocks, schwere Not. Wie um alles in der Welt bist du denn hier reingekommen? Das ist mein Vorratslager, um das mal klarzustellen. Hier kann doch nicht jeder einfach reinmarschieren, wie es ihm gerade passiert. Raus mit dir, huschi husch. War das falsch? War das jetzt falsch, was ich gemacht habe? Mist. Aber ich war drin. Niemand hier. Wo muss ich dann rein, wenn die Frau nicht dabei ist? Also tagsüber. Nervig. Gibt's hier ein Lagerfeuer zum Warten? Oder mal wieder Betty gehen? Gehen wir mal ins Betty. So was Doofes, oder? Oh, dieses Schwert schaut so kacke aus. Die reden alle ohne Ende. Das ist der Wahnsinn. So. Oh, ist schon halber drei ist schon bald. Boah, krass. Uhr morgens. Also bis 5 Uhr schläft der Link immer. Da geht Huhn ins Bett. Da wo Huhn ins Bett geht, geht Link ins... steht Link auf. So, dann gehen wir mal kurz zu ihr und sagen Bescheid, dass wir die Pilze abgeben haben und dann schauen wir ihr Lager an. Heimlich. Du hast die Pilze schon verteilt? Ja, alle sogar. wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugeteilt. Sehr schön. Link ist der Held am Tag und Huhn ist der Held in der Nacht, der Hero. Ich esse Eier mit Salz. Oh, lecker. Eier mit... Magst du eigentlich... Haru, magst du Eier mit Maggi? Dieses schwarze Maggi drauf? Magst du das? Hab ich... Das wird sicher ein riesiges Reiten, weil er die Augen geöffnet haben. Wird einigen, meine ich. Bitte sehr. Ein Maxi-Edeltrüffel. Das ist ein wertvoller Pilz, den man nur ganz selten findet. Du gehörst ja auch zum Team Sagano. Also isst den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Mit Maggi? Magni, was isst du eigentlich alles? Bananenpesto? Eier mit Magni. Also komm, Eier mit Magni. Mit Magni. Eier mit Maggi ist gut. Dieses braune Maggi-Dingens flüssige. Was ist denn da jetzt verwerflich? Das ist voll würzig und passt voll gut zu Eier. Es kann nicht sein, dass das jetzt auch verwerflich ist. Eier mit Magni. Tja, schau her, Barbecue unterstützt mich. Das ist nicht so
wie Banane mit Pesto kann ich verstehen, dass es eigenartig ist, aber Eier mit Maggi ist nicht verwerflich. Genau wie Eier mit Senf. Weil es gibt ja auch Senfeier. So. Noch nie gehört. Krass, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Wo bin ich hier gelandet? Was esst sie ihr? Was ist denn dann die Lisa? Die isst dann sowas wie... Blattspinat mit Ketchup. Das ist dann wieder ganz normal. So. Ih, nein. Toll, und jetzt? Was soll ich denn hier machen? Was will das Spiel von mir? Der hat gesagt, ich soll dem folgen? Nachts? Ah, vielleicht soll ich hier soll ich da oben lauschen? Oh, das hätte ich machen können. Ich hätte da oben rein können und ihr dann von oben runter lauschen. So. Und da lauschen. Nicht da lauschen, sondern über ihr. Ah, Mist, okay. Mist, Mist, Mist. So, wo ist jetzt die Frau vom Bürgermeister? Die sind so witzig, Guren. Oh, du weißt Bescheid. Brot mit Butter und Salz. Ich glaube, das ist einfach ein billiges Essen, aber es schmeckt bestimmt gut. Man hört überall, dass der Laden was ganz Besonderes ist und auch die Angestellten sind die Besten in ihrer Zukunft. Auf jeden Fall der passende Laden für den Ort, von dem aus Sagano die Welt im Sturm eroberte. Sag mal, Lisa, hast du jetzt eh nicht irgendwie Angst, dass ich da was spoiler? Welche Klamotten soll ich denn bloß färben lassen? Ach, für eine Farbe muss ich mich auch noch entscheiden. Genau solche Fragen entscheiden über Wohl und Wehe in der Modewelt. Deshalb ist es ja auch so spannend. Richtig kochen dauert ewig. Ich hasse kochen. Und ich kann ja kochen nicht einmal. Reichlich kochendes Wasser. Das steht auf der Verpackung bei Nudeln. Mit reichlich kochendem Wasser kochen. Was heißt? Heißt es soll reichlich köcheln oder soll es reichlich viel Wasser sein? Soll es dann bloß so ganz knapp köcheln, dass reichlich köchelt? Oder soll es reichlich viel Wasser oder vollkochendes Wasser sein? Also, gebe ich lieber auf. Wie läuft's denn so? Schon irgendwelche Neuigkeiten wegen dieser Sache, über die wir neulich sprachen? Ich habe runtergesäut, wenn du Dialoge vorliest, stumme ich den Stream manchmal. Er möchte eine neue Kürbissorte entwickeln, oder? Mit viel Wasser, okay. Dann ist schon mal eine Frage geklärt. Warum steht es nicht auf die Nudeln drauf? Darum war er also in letzter Zeit so oft bei Nakin. Er hätte doch mit Sagono zusammenarbeiten können. Wäre wohl zu einfach gewesen für den verbohrten Sturkopf. Ich bin so erleichtert jetzt, da ich die Wahrheit kenne. Das erklärt so einiges. Wie dieser Vorfall in der Bibliothek C4. Jetzt ergibt das natürlich vollkommen Sinn. Also Entschuldigung, das ist etwas zwischen meinem Mann und mir. Vielen Dank, dass du mich für mich herausgefunden hast. Ich habe dir eine Bezahlung versprochen und ich halte mein Versprechen. 10 Tomatas! Die beiden haben so viel gemeinsam, wenn sie nur besser miteinander klar kämen. Das heißt jetzt, wir müssen nur noch das schaffen. Reitra möchte eine Speise zur neuen Dorfspezialität machen, an der sein Großvater früher mit einem Dorfnachbarn zusammengetüftelt hat. Er erinnert sich aber nur an die cremige Konsistenz und ein einzigartiges, strenges Aroma. Vielleicht vermag ein bestimmter Geruch Reitners Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen. Und mit wem? Ich weiß mit wem.
Das heißt, wir müssen den Kürbistypen mal reden. Ja. Wir gehen mal zum Kürbistypen. Oh, Larius, sie schaut so schön aus. So süß. Oh Leute, schaut so schön aus. Haru, sei stolz drauf. Wisst ihr was? Ich muss es jetzt einstellen, dass die Emotes noch in meinen Stream rumhüpfen, oder? Bisschen spammen. So, wo ist denn der Kürbistyp überhaupt? Da hinten, oder? Da ist er. Ja, okay. Da bist du ja schon wieder. Hast du schon mal einmal Gemüse gegessen, das direkt am Morgen geerntet wurde? Frisches Gemüse ist so lecker. Die meisten kommen entweder wegen des Gemüses nach Athen oder wegen dieser Kleidung. Ich bin wegen Gemüse da. Ah, ich hab doch gewusst. Athen steht einfach mal für folgendes Gemüse. Mein Haupterwerb ist der Kürbisanbau. Aber es gibt auch noch eine anderen Felder weiter oben. Okay, dann gehen wir mal zum Bauernhof. Und in letzter Zeit gibt es hier im Dorf auch noch dieses seltsame Pilzdinger. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und schau dir in ganzer Ruhe um. Vielleicht soll ich mal den Kürbis kaufen. Geht nicht. Krämerladen. Ja, dann werde ich mal das mit den... Ist es schwer? Kennt sich da einer aus? Nicht, oder? Es ist schwer, dass man das so baut, dass die... Dass die Emotes in dem Stream rumhüpfen. Das ist bestimmt leicht. Das ist bestimmt leicht. So, dann schauen wir mal zum Bauernhof. Da soll es auch nochmal Kürbisse geben. Es macht echt Spaß, die ganze Zeit in Athen rumzulaufen. Da gibt es echt viel zu tun eigentlich. Muss Küsakei fragen? Okay, mache ich. Ist gebonkt. Was war jetzt da drin? Nix, oder? Ja, die neuen Emotes. Lisa, die sind so schön. Die werden immer noch schöner, weil ich Haru macht mir jetzt immer mehr. Solange ich Haru Geld gebe, bekomme ich jetzt immer mehr, hoffe ich. Ich habe Haru an der Angel. Man muss hier bloß einen Euro hinwerfen, nicht wahr? Das war ein Witz. Das war ein Witz. So, wo sind da eigentlich noch Kürbisfelder? Wie gesagt, beim Bauernhof sind auch noch Kürbisfelder. Der ist echt so süß. Vor allem die Farbe mag ich auch gern. Die ist so dunkelgelb. Ich liebe das. Ich wollte es gerade sagen. Genau, so warme Farbe. Das ist so eine warme Farbe. Ah, Küsa. Ich wollte fragen, wie ich die Emotes in meinen Stream rumhüpfen lasse. Dass die Emotes in meinen Stream so rumhüpfen. Hui, hui. Achso, stimmt. Ihr wollt ja noch dieses Flaschenpost. Was ist da hinten? Die können wir noch holen. Die können wir bestimmt einfach mit Bäumen... Wir könnten natürlich die Angel da benutzen, warte mal. Wir haben noch eine Angel dabei. Ah, die ist aber nicht lang genug. Wo ist denn die lange? Genau. So. Kommen wir da schon hin mit dem?
Ja. Ja. Jetzt noch irgendwie greifen. Nein. Ja. Ich hab sie. Das macht man einfach über Stream Elements. Ah, ich hab Stream Elements. Harder, dann ist es echt leicht. Dann schaffe ich das. Magli, mach mal das an, was Kusakei anhat. Ja, genau. Das macht man einfach. Ja, genau. Das schaffe ich. Neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse namens... Ah. Vielleicht ist das jetzt das Geheimnis mit dem Geruch. Ich habe dir gesagt, mal gesagt, dass ich gerade keine Zeit habe. Warte mal. Was? Das ist doch die Flaschenpost meines Urgroßvaters. Mach! Ja, ich mach ja. Soll ich jetzt... Okay, ich beende den Stream und arbeite jetzt an Emotes. Hast du für mich auch aus dem Teich gefischt? Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Mal sehen, ach ja. Das ist definitiv seine Handschrift. Da werde ich ganz nostalgisch. Puh, aber diese Kakelschrift kann man ja kaum entziffern, wenn man, wie ich, Erfahrung mit Uropas Briefen hat. Ach ja, das muss doch wohl ein H sein. Und das ist doch sicher kein K. Und dann heißt das vielleicht neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse namens nicht von der Reife. Hm. Das könnte ja sogar funktionieren. Entschuldige, ich muss die Idee meines Urgroßvaters sofort in der Tat umsetzen. Ich bin im Haus. Na, da schauen wir mal nach. Das Haus da drüben besuche ich mich später nochmal. Vielleicht kann ich die neue Spezialität im Bauernhof auch was für die ganze Stadt machen. Na, ich glaube, wir kriegen jetzt die Quest vom Bürgermeister auch hin, Leute. Ich glaube, wir schaffen das. Dann müssen wir bloß nur die Frau belauschen. Ja, genau. Es ist fertig. Ah, Hallöchen. Schön, dass du gekommen bist. Hier, bitteschön. Schau doch mal das an. Ein Käse. Oh, lecker. Das ist ein echter... Ach, Mann. Leute, ich will einen Käse. Ich möchte Camembert. Nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Er ist unglaublich lecker. Er ist fest. Aber er schmilzt förmlich in den Mund. Ah. Also, warum ich dich hergebeten habe. Ohne dich wäre mir das Rezept jetzt nicht mehr eingefallen. Und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als Erster den Käse probieren lasse. Also, vielen Dank nochmal. Bitte. Hateno-Käse, ein Käse aus der Milch von Hateno-Kühen. Wenn man ihn warmen Gerichten hinzufügt, schmilzt er und entfaltet erst dann seinen vollen Geschmack. Dann können wir jetzt die Pizza machen, glaube ich. Offenbar hat mein Urgroßvater das Rezept in Hateno-Käse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Es war für unser Dorf gedacht, aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Sie waren wohl noch nicht so weit. Huhn, weißt du jetzt mal langsam, warum ich so lange für das Spiel brauche und dass die alle anderen schon fertig sind? Weil ich irgendwie alles machen will. Ich habe auch Käse dafür. Aber nachdem ich den Käse jetzt probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm erobern. In letzter Zeit habe ich die Leute ihr Geld eher für Mode ausgeben. Wir hatten spürbar weniger Kundschaft. Aber mit dem Käse könnte ich das Blatt nun wenden. Vielleicht merken die Leute, dass auch gutes Essen sein Geld wert ist. Ich würde jetzt auch Pizza backen wollen. Oh. Leute, jetzt ist es ganz schön schwierige Entscheidung, weil dadurch, jetzt ist ja die Frage, die Bürgermeisterwahl, also ich meine, ich war ja Fan von der Frau, aber jetzt, wo es um Käse geht und dass die Frau sagt, weg mit der Mode und her mit Käse, bin ich jetzt doch wieder für den anderen Bürgermeister. Ich will auch, dass das Hateno-Hauptthema jetzt Käse ist anstatt Mode. So, und jetzt werde ich hier erstmal was umbauen. So, das hier hin, nein, da drüben, das passt besser. Ach ja, so müsste es gehen.
Eieieiei. Wir haben einen Käseort. Na, was hältst du von der brandneuen Hatreno-Käserei? Jetzt muss ich noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Krähenerladen verkauft wird. Wenn du den Käse hier kaufst, mache ich dir auch ein besonderes Angebot, dass du mit Milch statt mit Geld bezahlen kannst. Ah. Nee. Ich werde dir den Traum meines Großvaters würdigen und diesen Bauernhof nah und fern bekannt machen. Und nun komm mich gerne jederzeit besuchen. So, und jetzt geben wir mal den Käse noch dem Bürgermeister. Jetzt brauchen wir den Käse. Oh, schau mal her, das ist sogar mit Käse beworben. Oh! Schaut euch das. Ach, schön. Schaut euch das an. Ein riesiger Käseschild. Holz. So. Jetzt brauchen wir ein Bürgermeisterhaus nochmal. Das war. Hier. Moment. Wo war das jetzt? Da hinten. Bam, bam, bam. So, jetzt schauen wir mal. Ah, schau her, es geht. Warte mal, Moment mal, dieser einzigartig beißende Geruch. Hat Tedo Käse gefällig? Bitteschön. Das ist sie. Die Spezialität, die mein Großvater damals jemanden hier aus dem Dorf entwickelt hat. Magni, da bin ich wieder zurück. Ah, hallo Trollix. Genau so hieß das. Heute gibt es Smash um 21.30 Uhr, hat der Okuma mir rausgehandelt. Ich wollte jetzt 21 Uhr smashen, aber jetzt muss ich um 20.30 Uhr smashen. Genau so hieß das. Auf einmal fällt mir alles wieder ein. Verstehe, mein Großvater hat also mit jemandem vom Bauernhof dran getüftelt. Kaum zu fassen, dass es das Rezept bis heute gibt und dass Koichin den Käse ganz neu herstellen konnte. Das muss ein Zeichen sein. Wir sollten Hatreno-Käse zu unserer neuen Spezialität machen. Ich glaube, also Leute, ganz klar, Käse besser als Mode, oder? Also ich sag, der neue Bürgermeister ist klar. Käse. Bei Kürbissen hätte ich gesagt, die Frau, aber jetzt bei Käse. Wenn jetzt Käse das neue Hauptthema für Hatreno wird, dann kann die Sagono einpacken. 100%. Also Sagono-Frau kann einpacken. Die kann ihre 7 Sachen packen. Gegen Käse kann sie nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Den Käse kaufe ich dir selbstverständlich ab. 100 Euro. Nun muss ich mit Krutschin sofort um den Massenanfertigung bemühen. Der Laden in Hatreno und die Händler auf den Straßen werden ihn sicher sofort in ihr Sortiment aufnehmen. Da soll noch jemand einen Grund finden, mich als Bürgermeister abzuwählen. Ich hoffe, ich sehe dich bei der Wahl. Also ich werde... Also krass, wie... Ich finde es krass, wie das Spiel meine Meinung geändert hat. Ihr könnt ja einen Stream zurückschalten. Also ich habe die Sammlung gemacht. Da habe ich gesagt, ich wähle die Frau. Und jetzt heute, wenn es um Käse ging, ich wähle den Mann. So schnell geht's. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssten wir mal schauen, ob der Krämerlagen den schon verkauft. Ja, da ist er. Kaufen mal 2. Okay. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch nachts nochmal belauschen, oder? Und dann gehen wir mal nochmal schlafen. Müssen wir schlafen? Oder gibt's da oben auch noch ein Feuer, oder? Ich hab Hunger, Leute. Ich hab jetzt Hunger. Bis abends. Es ist krass, wie viel man bei dem Spiel machen kann. Oder wie das Spiel eigentlich. Bei Breath of the Wild ging das alles, ist es viel weniger. Die Frage ist, was ist besser, gell? Will man dauernd so stark abgelenkt werden?
So, jetzt warten wir nochmal da, oder? Dann kann ich mal endlich wieder Wasser einschütten. Was sagten Sie eigentlich nachts hier? Tut mir so leid, dass ich Sie mit meinen Problemen belästige. Ich weiß, dass ich viel verlange, wenn ich Sie bitte, meine Schwester zu folgen. Sie steht da eigentlich da drüben, aber darf uns nicht hören. Aber sie muss wissen, dass sie furchtbar misstrauisch ist. Kommt bloß nicht ins Sichtfeld. Ja, ja. Wir machen jetzt mal Wasser. So Leute, wir müssen dann auch schauen, wann ich aufhöre, gell? Weil ich möchte gerne... Also bevor es Smash gibt, gibt es eine große Pause. Oh, jetzt geht's los. Eigentlich müssen wir ja, wo sie hingeht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man. Ich fliege jetzt gleich mal da hoch. Nein! Ich muss aufpassen. So. Ich hoffe mal, es klappt jetzt dann da oben. Die Frage ist, ob vielleicht das Spiel wieder meine Meinung ändert, jetzt wollen wir mal belauschen, was sie meint. Das Lustigste wäre natürlich, wenn sie auch vorhat, ihre Kleidung in Käse zu verwandeln, anstatt Pilzen. Dann können wir zusammentun. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber was ich schon sagen muss, ich finde die Pilzlampen schön. Tscha, tscha, tscha. Na, die Pilzlampen finde ich eigentlich ganz schön. Geht sie jetzt schon rein? Nee. Ja, es geht, es geht, es geht. Also gut. Sieht so aus, als hätte mich niemand gesehen. Es wird Zeit für meine weiteren geheime nächtliche Schlemmerei. Karotten. Und da ist das heutige Gourmet-Gemüse. Dieser Glanz, diese Form, dieser Duft. Ein unwerfendes Aroma. Ohne weiteres Tamtam. Kosten wir einfach mal von dieser Köstlichkeit. Oh, so köstlich, keinerlei Bitterstoffe, der Beweis, dass ausschließlich reines Wasser verwendet wurde. Dass auch die Schale mundet, ist dem Können des Gemüsenzüchters und der Qualität des Bodens zu verdanken. Ganz ehrlich, das beste Gemüse stammt eben aus Hateno. Schau, sie ist auch Fan von Hateno. Sie will auch kein Kleider. Sie ist nahrhaft, aber niemand füllend. Man sagt mir einfach nach, ich sei glamourös und extravagant, aber in Wahrheit liebe ich das simple, köstliche Schnörkelklüsel. Thüringer Klüsi anscheinend. Das lässt sich nicht leugnen. Aber da ich jetzt satt bin für heute, gehe ich wohl besser wieder nach Hause. Wenn ich mich nicht beeile, wird Sephora noch misstrauisch. Bye, Akuma! Bis 20.30 Uhr, oder? Thüringer Klöße, bam, 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 bam. Egal wo ich auch immer bin, wenn's Klöße gibt, muss ich sie testen. Akuma sagt nein. Hat er keinen Bock auf Smash heute? Okay. Schade. Bin ich alleine heute. Spiele ich ganz alleine Quickplay. Thüringer Klöße müssen sein. Look at me, right here. Du konntest hören, no. Du konntest hören, wie sehr sie für das Gemüse von Hateno schwärmte. Dann sagen wir mal der Sephora Bescheid. Ich war sogar letztens ganz pünktlich in Thüringen. Thüringen. Am südlichsten Punkt, aber da gab es keine Klöße. Keine Klöße in Thüringen?
Sag mal, der Huhn war kurz letztens in Thüringen. Das, wenn der Akuma gewusst hätte. Die Bitte, meine Schwester zu verfolgen, kommt ihnen sicher ungelegen, aber ich mache mir unfassbar Sorgen. Also, sie liebt Essen. Was? Das Vorratslager? Du hast Thüringer Klöße im Kaufland gesehen. Oder hast du kein Bild gemacht? Da war nur Wald. Da war nur Wald. Was im Ernst? Ich hatte irgendwie etwas Spektakuläres erwartet. Meine Schwester gibt sich ja immer, ach, so mondän und extravagant. Aber mal ganz unter uns. Tatsächlich liebt sie schlichte Dinge. Und das simple Leben hier in Athenor über alles. Sie hat wahrscheinlich erzählt, der Grund für ihre Rückkehr sei ihr Schaffungsdrang und ihre Weiterentwicklung. Aber in Wahrheit wollte sie einfach wieder das Gemüse hier essen. Zumindest, wenn sie mich fragen, tut aber trotzdem auch keiner. Also, na egal. Ich bin nur froh, dass sie nichts Skandalöses getrieben hat. Da bin ich ja schon ziemlich erleichtert. Hier, bitteschön. Meine Schwester kann manchmal ganz schön nerven. Dabei wollte Reitner und Sagono eigentlich beides dasselbe. Also, anstatt diesen Aufwand zu betreiben, könnten sie doch einfach zusammenarbeiten. Ich hab's gewusst. Mag nicht jetzt Smash. Smash gibt es um 20.30 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig. Ich muss mich beeilen, dass ich um 20.30 Uhr da bin. Also, wehe, Akuma, du bist nicht da. Dann gibt's aber echt Schimpferts. Ich beeile mich extra wegen dir. So, geschafft. Ah, der Bürgermeisterball steht nun im Grunde nichts mehr im Wege. Ja, die Bürgermeisterball. 20 Minuten und 30 Sekunden. 20 Uhr 30. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Also bitteschön, kommen Sie mal vorbei. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten. Leute, es geht los. Lisa, schaltet jetzt bitte mal ab. Wir machen jetzt mal die Bürgermeisterwahl. Es geht los. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Damit kann ich die Bürgermeisterwahl nun feierlich eröffnen. Das Wetter ist geradezu ideal. Oder etwa nicht? Bitte alle auf den Dorfplatz. Leute, es geht los. Wir wollen Käse. Ich möchte nun beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt bitten, ihre Rede zu halten. Ich mag nicht, spielen wir Quickplay. Also, ich bin Reitner und ich liebe Käse. Also, die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Die Musik ist cool. Dieses Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Leafblower Simulator. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie Natino Käse und schon hat er gewonnen. Von hier aus der ganzen Welt zu erobern. Jetzt wäre der Punkt, wo sie direkt aufgeben müsste. Die neue lokale Spezialität der Natino Käse. Zack, schon gewonnen. Ja, klatsch, klatsch. Wie ihr alle wisst, heiße ich Sagono und habe in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen neuen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Athenor soll Synonym für Stil werden. Zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Doch die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Nein, die klatschen. Ah, Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag den Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Das stimmt auch wieder. Die Mode ändert sich. Der Trend. Dann werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends. Ich beherrsche sie. Moment einmal. Alter, sagt sie die Wahrheit. Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sagono, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als Extravagantes. Und dazu gehört Athenos Gemüse. Ah, die Musik.
Das grenzt schon an Spam. Das macht mir nichts aus, ich bin gerade hier in Athena. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts ins Vorratslager schleichst, um dort das Gemüse zu verputzen. Oh oh. What? Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Und das betrifft Reitner. Ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sargonomode beschäftigst. Oh Mann, weißt du was? Ich kann mir vorstellen, dass der Reitner anscheinend heimlich zu sich sogar so Kleider anzieht. Und deswegen sperrt er sich dann immer ein und zieht es immer so den Hut an und diese Kleider. Du willst sie nutzen, um beim jungen Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Ach so. Aber woher weißt du das? Ja genau, ich mache das nur wegen dem jungen Leuten, genau. Ich ziehe das bloß an, natürlich nicht, weil mir die Frauenkleider gefallen, sondern ich wollte die Jungen. Ja genau. Du hast recht. Sargono, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir von Anfang an danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass du ich stolz war, um die Wahrheit zu sagen, dass ich Gemüse liebe mit Käse überbacken. Magni, lass es lieber. Was ist denn los? Akuma. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Tears of Kingdom, komm, smash. Nein. Mir tut es auch leid. Sephora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterin zurückziehen. Oh nein. Sie gibt auf. Aber eigentlich gibt sie nur auf wegen Käse. Aber Sargono. Wir haben es doch zu dir verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Du kannst doch nicht unmöglich. Jetzt will keiner Bürgermeister werden. Wisst ihr was? Dann mache ich Bürgermeister. Du möchtest mit einem neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen? Die weltberühmte Sargono werde dir helfen. Ah, Sherry tut sich zusammen. Und dann ist voll die Frau eifersüchtig von Breitner. Du hättest auch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns nun an die Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Athena wieder. Schön. Einfach nur schön, oder Leute? Ich habe von Sephora und Clavia gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Ach, krieg ich jetzt den Hut. Dank dir ziehen in Athena nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komme bitte rein. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt den Hut. Eieiei, das wird schlimm, Leute. Das wird so schlimm. Warte, wir müssen uns umziehen. Was passt denn da dazu? Oh, ich bin gespannt. Oh Gott, der Hut. Ich habe schon mal mitbekommen, dass du heimlich mit Sephora gesprochen hast, aber dass du auch mit Clavia geredet hast. Nun ja. Am Ende hat die Bürgermeisterwahl ja einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser allererstes Gespräch? Diese Sargono Deluxe, der neueste Kreation der Marke Sargono und mein Meisterwerk. Mag nie früher smashen. Akuma? Dieses luxuriöse, geschwundene Form. Die exzentrischen Farben. Hier stimmt wirklich alles zusammen. Dieser Hut kann ich nur jemanden überreichen, den ich für wahrlich würdig erachte. Ich nehme an, du verstehst, was ich meine. Würdest du diesen Sargono Deluxe annehmen? Du, der nicht nur Athena gerettet hat, sondern auch Reitner und mich zur Vernunft gebracht. Frech Kuma. Nur du und niemand anderes hat sich diesen perfekten Meisterstück als würdig erwiesen. Und versuch erst gar nicht, mir diese Entscheidung auszureden zu wollen, du kleiner Unschuld vom Lande. Nach Abstimmung, 18 Uhr oder 21 Uhr. Akuma, du bist sehr
Ich habe eine Idee, Akuma. Ich habe wirklich eine Idee. Werde Streamer. Dann kannst du machen, was du willst. Aber es ist doch schon mal gut, dass ich um 20.30 Uhr streame, oder? Ist doch schon mal gut. Hast ja schon mal was erreicht. Oh nein! Schaut euch das an. Ein von Sagono entworfenes Meisterwerk. Damit wirst du in der Öffentlichkeit die Blicke aller Modebegeisterten auf dich ziehen. Dann setze nur den Sagono Deluxe auf und lass den Rest der Welt den Neid erblassen. Eieiei. So, nun öffne ich eine Boutique C4 wieder. Ah, jetzt können wir die anderen die Kleidung kaufen. Oh! Das Rechtsgewand ist cool. Was mich angeht, ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erster meinem kuriositätsten Kabinett voll rarer Stücke unser Vorfahren widmen. Schau also vorbei, falls dir mal seltene Kleidung abhanden kommt. Ach, kann es sein, dass sie immer wieder aktualisiert? Eventuell findet sich in meiner lesenden Sammlung ein adäquates Ersatz. 2200. Oh, 2200! Die Uniform der königlichen Leibwache von Hyrule besteht aus leichtem Material und ist kleidsam und praktisch zugleich. Seit kurzem wieder in Produktion. Akuma, was sagst du dazu? Das ist doch viel besser als Smash, oder? Wir haben Lippenstift an. Wir haben tatsächlich Lippenstift an. Komischerweise steht es auch Link, Lippenstift. Link kann alles machen. Link kann wirklich alles machen. Wir brauchen Geld. Wie kriegen wir jetzt 2200 zum? Naja. Machen wir halt die Steine weg. Das hilft nichts. Die werden wir schon wieder alle kriegen. Warte mal. 400. Ja, es hilft jetzt nichts. Unsexy und ugly, zudem cringe und abscheulich. Akuma hat keine Freude im Leben. Akuma hat keine Freude im Leben. Was ist da los? Der ist ja fast schon so, wie wenn Larius 10.000 Eier verliert. Warte mal, schau mir mein Outfit an, geht auch? Okay, warte mal. Ja. Ich habe die Rüben verpasst. Ach ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Oh, cool. Es passt sogar. Damit kann ich endlich wieder Geschäfte machen. Man kann auch wieder mal bei uns einkaufen. Da freue ich mich uns weiterhin auf unsere Unterstützung. Scheinbar gefällt Ihnen dieser Hut. Er ist maßgeschneidert und somit der einzige dieser Art. Ich habe bloß einen einzigen Hut, gibt's davon. In der Modewelt werden sie... Und damit kämpfe ich jetzt und bespritze mit Blut. Also ich würde mich mit Huhn zusammentun, Akuma. Und ich würde mir... Ich würde tatsächlich die Hälfte meiner... Die Hälfte meiner Rüben würde ich... Kannst du abkaufen, wenn du willst. Und dann, wenn der Huhn dir auch noch welche abkauft, ist auch cool. Ich habe sowieso viel, sehr viele gekauft diesmal. Ich will ja keine Rüben klauen. Also, Huhn wird es vielleicht dir schenken, aber ich, bei mir musst du es abkaufen. Ich bin nicht so nett wie das Huhn. Ich würde 100 Sternis pro Rübe. Pro 100er Rübe. So. Oder warte, wie war die Umrechnung? 10 Rüben sind 100. Ich muss selber überlegen, wie viel das kostet. Nein! Ach, der hat sowas zu kaufen. Ach, das ist ja cool. Wenn ich etwas vorrätig habe, das dir gefällt.
Man kann die Kleidung doppelt kaufen bei ihr. Das ist ja eigentlich cool. Das ist cool. 10k für 100 Rüben. Ich glaube, so war es, genau. 100er sind 10.000. Und ich habe 32 gekauft. Du könntest also die Hälfte kaufen. Also 16. Das heißt, ich krieg 160.000 Geld. Und du kriegst 16 mal 100. Genau. Genau so ist es. Oh, dass du mal die solchen Outfits zu mir kommen würdest. Diese Auswahl, die Zusammenstellung, dafür gebe ich 100 Punkte. Du kannst stolz auf dich sein, so einen modebewussten Tag zu legen. Mode ist ein Spiegel deiner Seele. Du solltest deine Individualität unterstreichen und deinen Weg gehen. Hast du ein Auge? Warte mal, ich mache mal mich kurz nackt, was sie dann sagt. Nochmal so, mit einer Hose. Das Outfit, das hat natürlich etwas Originelles. Ach, aber du solltest auch darauf achten, dass alles zusammenpasst. 50 Punkte. Man sagt ja immer, nackt ist. Was zum... Warum hast du denn gar nichts an? Dass du dann schwerlicher als Mode zu bezeichnen. Zwar bist du durchaus gut in Form und könntest damit einen neuen Trend lostreten, trotzdem gebe ich dir 0 Punkte. Mode ist ein Spiegel deiner Seele. Okay, 0 Punkte für Linkskörper. Meine Rüben haben so 107 gekostet, aber können auch 100 machen. Ja, meine haben ja auch 103, glaube ich, gekostet. Aber ich gebe es 100 weiter, glaube ich. So. So, dann gehen wir mal... Dann machen wir jetzt Folgendes, Leute. Wir machen jetzt noch einen kleinen Rundgang durch Ateno. Dann gehen wir zu Animal Crossing und verkaufen unsere Rüben an Okuma. Und dann schenken wir ihnen vielleicht noch diese Schmuscheln, wo rumliegen. Und dann hören wir auf und dann mache ich um 20.30 Uhr Smash. Punkt, aus, Ende. Was kann man da jetzt färben? Nein, nicht wechseln. Diese Kleidung können wir leider nicht färben. Schade. Alles klar, alles klar. Irgendwie gefällt mir der Hut, auch wenn er komisch ist. Ich weiß nicht, was Okuma hat. Ich weiß nicht, was Okuma hat. Huhn, sag mal, was sagst du zu dem Hut? Sag mal die Wahrheit. Ich finde den gut. Vor allem mit den weißen Handschuhen dazu. Unpraktisch. Es geht nicht um die Praktischkeit, sondern um das Aussehen. Wo ist denn der Typi? Warum kann man nicht alles färben? Akuma findet alles hässlich, sogar mich in Animal Crossing. Schade, die sagen nichts über meinen Hut. Bam, 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 bam. Spare auf 10.000 und mache den besten Free. Das kostet nicht 10.000, ja. Huhn ist sexy. Das kann man leider nicht. Kann man leider nicht widersprechen. Bist du hier, um meine geliebte Frau zu stehlen? Nein. Na gut, okay. Dann war's das jetzt. Dann machen wir einen schönen Schluss hier. Es war eine schöne, schöne Ateno-Folge. Wir haben sehr lange Ateno und nur Ateno gemacht. Und nächstes Mal geht es weiter. In der Story vielleicht.
Aber jetzt haben wir alles in Hateno. Wir können dann nächstes Mal nochmal durchschauen, ob es noch irgendwas gibt. Aber jetzt hören wir erstmal auf. Dann gehen wir in Animal Crossing rein. Akuma, willst du ins Voice oder ohne Voice? Aber nicht mehr lang, gell? Bloß kurz sitzt da noch. Bloß noch kurz. Ah, schau, da hinten sind sie. Wäre ich weiblich und älter, würde ich mich ranhalten. Oh, hallo. Wegen der Bürgermeisterwahl schulde ich dir was. Ehrlich gesagt habe ich bereits im Geheimen alle meine Forschungsergebnisse zusammengestellt. Und ich versuchte, Gemüse nach Sagano-Art zu herstellen. Wie sehr wir uns auch bemühen, der Erfolg ist uns einfach nicht vergönnt. Jedes Mal kommen die Monster und verwüsten das Feld und schon ist alles wieder hinüber. Wir beide fühlen uns den Monster im Kampf nicht gewachsen. Es wäre ja also gut. Ah, okay, das mache ich nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal, okay? Machen wir da weiter. So. Nächstes Mal machen wir dann die Quest zum Feld anbauen. Schön war's. Tschüss, YouTube. Tschüss. Sagt's tschüss, YouTube. So. Bye. Zack. Ich bleibe im Chat. Ich belästige euch in Smash dann im Voice. Wenn ich ja so, wenn ich das will. Sehen wir dann. Nee, ja, bestimmt.